So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Nico's World. Mein Test-Server. Welcome to Nico's World, ja. So, es ist dunkel, wir müssen also sputen, ne, damit wir hier nicht von irgendwelchen Monstern aufgegriffen werden. So, und wir suchen jetzt irgendeine Art von Wald oder zumindest Bäumen. Zum einen, damit wir uns vielleicht gleich mal einen Ort finden, wo wir uns niederlassen. Und zum anderen brauchen wir Holz. Ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Unmengen an Holz. Also richtig scheiße viel Holz. So richtig kacke, Dreck viel. Dann können wir uns auch gleich mal, wenn wir unterwegs sind, Wasser mitnehmen. Dann können wir uns, wo auch immer wir unsere Base bauen, eine Endloswasserquelle bauen. Oh, lieber Gott, danke. Der hätte jetzt noch so ein Ding, ne? Ah, noch solche Sachen immer schon die Augen offen halten. Oh, Alter. What the f... Gut. Das ist ja mal interessant. Es wird gerade so glückhell. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal den gesamten Spawn-Bereich ablaufen. Das verspricht ja sehr schön zu werden hier. Haben wir sonst schon ganz schön viele Bananen? Für Nahrung wäre also schon mal gesorgt. Ja, da oben sieht doch schön aus. Wir können jetzt ja auch direkt mal ein paar Bananen mitnehmen. Sag mal, jetzt sind das schon nur Bäume. Das ist doch ein Gebiet. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus hier. Oh, da hinten haben wir Steppe. Ich versuche mal auf den Berg raufzukommen. Hier ist auch eine schöne Gegend. Dann machen wir das Ding hier zu unserer Base. Ja, das ist doch ein wunderschönes Gebiet hier. Das sieht gut aus. Erhalten, ne, hier machen wir jetzt. So. Und dann müssen wir mal kurz gucken hier. Chest. Da brauchen wir für. Mal kurz erstmal.
Spawn. Wir brauchen auf jeden Fall Stein, Eisen, Gold. Wie ist es wieder dunkel? So, dann gehen wir mal zu unserem Homepunkt. Und schmelzen ein bisschen Eisen, bisschen Gold ein. Hallo? Danke. Alter, das ist ja wirklich gerade schon hinterher. Scheint wohl nicht der schnellste Server zu sein. Komm, Alter, wie viel Honig, ey. Bananen haben wir auch schon. Geben die auch mal eins. Ja, geben wir auch mal nur eins. Naja, was soll's. So, gleich mal noch ein paar Steine hinterher. Wenn wir Glück haben, kriegen wir noch vier Steine raus. Sehr nice. So. Dann können wir jetzt nämlich Folgendes machen. Nee, halt, hä? Ich wollte noch Kisten machen. Na gut, können wir gleich beides machen. So, hier brauchen wir auch. Machen wir auch mal 32. Ach, Mist, hier gibt es diese Form-Dings da bei uns ja nicht. Die haben zwar Unified Inventory, aber nicht Unified Inventory Plus. Aber vier abgeschlossene Kisten. Sehr geil. Und vier Schutzblöcke. Sehr geil. Hier ist alles raus. Dann gehen wir jetzt mal nach Home. Und hier können wir nämlich jetzt erstmal Licht machen. Zuallererst mal. So, und dann gucken wir mal, wie wir das Ding hier am besten schützen, das Gebiet hier. Wie groß ist so ein Schutzblock? Eins, zwei, drei, vier. Okay, Standardgröße, 5er Radius. Das heißt, wir machen den ersten Schutzblock mal hier hin. Da kannst du da wieder weg. So. 1, 2, 3, 4, 5. Passt perfekt. Gerade für den nächsten. Na gut, nicht ganz perfekt. Ist das ein bisschen überlappt, aber egal. Oh, sogar um zwei überlappt. Ah, nee, doch noch eins überlappt. Aber egal, ist so in Ordnung. Dann klatschen wir einen hier ran. Und den anderen klatschen wir erstmal hier hinten ran. Ich würde dazu gar. Ach komm, machen wir einfach daran. So, jetzt haben wir hier schön unser Gebiet erstmal protected. Zusätzlich dazu haben wir auch noch geschützte Kisten. Jetzt kannst du den ganzen Unkraut wegmachen hier. Oh, ja, schöne Sachen. So, geschützte Kisten. Ich schätze mal, Large Chests gibt es hier wahrscheinlich nicht. Frage, wo packe ich die Kisten hin? Kann man natürlich hier so hinstellen. Wobei es ein bisschen. Fangen wir hier die Erde weg. Haben wir hier nämlich schöne Fläche. Wo wir gleich Sachen bauen können.
Muss ich ganz kurz gucken. Large Chests gibt es leider keine. So, machen wir hier schon mal ein bisschen das rein und das rein und das rein und das rein. So. Haben wir also erstmal nur normale Kisten. So. Haben wir also schon mal eine schöne kleine Base. Perfekt. Geröll breche ich jetzt mal hier rein. Hier kommen wertvollere Sachen rein. Obsidian, wow. Wo hier gibt es Enchantment. That's not bad. Die Sachen packe ich auch erstmal da in die Kiste rein, solange bis wir noch richtige Rüstung haben. Das könnte auch mit rein. Essen und so ein Scheiß mache ich alles hier rein. Wir haben bereits Kartoffeln und Möhren. Ist das nicht geil? Da kommt es heute auf. Und hier mache ich den ganzen restlichen Scheiß rein. So. Da würde ich mal sagen, zuallererst gehen wir mal nach da hinten. Oh, Äpfel haben wir hier auch eine schöne Menge. Cool, wir haben Äpfel in der Nähe, wir haben Bananen in der Nähe. Also verpflegungsmäßig geht es uns hier echt gut. Dann gehen wir mal in die Richtung, pflücken dabei gleich mal ein paar Bananen. Denn wir brauchen Wasser. Ganz viel Wasser. Gut, also nur zweimal Wasser. Aber immerhin. Immer wieder erstaunlich, wie viele Bananen es immer gibt. Sobald du einmal so ein Bananenbiom gefunden hast. Hast du echt nicht ausgesorgt? Gibt so scheiße viel von dem Zeug. So. Vorne haben wir das gute Wasser. Nice. Damit haben wir schon mal alles, was das Herz begehrt. Müssen wir uns nur überlegen, wo wir uns ein Feld bauen. Ich würde das fast sagen, einfach direkt hier. Eigentlich brauchen wir einfach noch gar kein Feld. Wie gesagt, wir haben. Nahrungsmäßig haben wir sowieso erstmal mehr als genug. Das Einzige wäre vielleicht hier Baumwolle züchten. Ist da drunter Erde? Ja. Könnte man also überlegen, ob man zum Beispiel hier unendliches Wasser macht. Einmal dahin. Genauso wie bei dem anderen Server. Man kann nicht über null Wasser platzieren. Gut, dann hat sich das ja erstmal direkt erledigt. Gut. Okay.
So, dann erstmal Spawn. Die ganzen anderen restlichen Quadratsch holen. So, wow, hat gerade so reingepasst. That's very interesting. Haufenweise Spitzhacken, ey, heilige Scheiße. Gut, die werden wir auch noch alle brauchen, weil ich mal bedenke, dass wir alleine fürs Level 2 180 Kohle ne, müssen. Ich sag mal so, holy shit. So. Oh, Fackeln haben wir mittlerweile auch schon viele. Und Äpfel auch, sehr geil. Okidoki. So, das heißt, wir brauchen Werkzeuge, haben wir. Wir haben hier noch was zu essen mit. Kann man auch nicht essen. Oh, gibt es sogar zwei. Wow. That's not bad. So. Dann. Ja, ist die Frage, machen wir jetzt eine Stahlrüstung? Wie viel Stahl haben wir denn über? Ah, wir haben 32 Stahl. Ich hab sogar. Wow. Oh, reicht sogar direkt. Dann gib mal her hier. Dankeschön. So, haben wir es zumindest schon mal erstmal grundlegende Protection. Und das heißt, ich kann mich dann auch tatsächlich mal mit den guten Werkzeugen runtertrauen. So. Okidoki. Dann würde ich mal sagen, Home. Dich nehmen wir auch gleich mal mit. Und dann geht's weiter in die Tiefen. Hey, eben apropos Tiefen, wir müssen uns erstmal runterkramen, weil bei einer Höhe von 160 oder wo wir sind, bringt halt nicht wirklich was. Und daher geht es erstmal steil runter. Oh. Übrigens, ne, niemals gerade nach unten buddeln. Und deswegen mache ich immer den Trick, dass ich immer zwei Steine nehme. Ne, das ist jetzt, wenn ich jetzt hier quasi buddel und jetzt da ein Loch kommen würde, fällt halt nicht rein, weil ich noch auf dem Stein stehe. Und wenn ich hier buddel, kann ich da nicht reinfallen, weil ich hier auf dem Stein stehe. Ne, das ist quasi so der Hintergrund. Ist nicht perfekt, man muss trotzdem aufpassen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zur Seite baue und dann jetzt dahinter Lava wäre, dann muss ich entsprechend schnell reagieren. Aber es ist zumindest schon mal sicherer, als einfach direkt nach unten zu buddeln. Halt dann viel Glück, dass wir schon so früh so eine gute Spitzhacke haben. Ha. Das ist doch alles gefaked. Da habe ich doch mir alles recht gepackt. Ich weiß es nur noch nicht.
Kiez ist übrigens auch immer gefährlich. Weil du weißt nie, dass wenn du das erste Kies abbaust, nicht das andere, also das andere runterfällt, weil da drunter eine Höhle ist. Auch noch eine Methode, die man nutzen kann, ist, wenn du wirklich an der Oberfläche beginnst mit dem Buddeln. Oh, ich glaube, das ist eine Höhle irgendwo. Ja. Wenn du mit einer, wenn du, was soll ich gerade sagen? Wenn du an der Oberfläche beginnst mit dem Abbauen, dann halt wirklich abzubauen, wo du freien Himmel hast. Und dann quasi wirklich gerade nach unten zu buddeln. Also halt hier mit zwei oder man kann auch eine noch sicherere Art machen. Da hast du dann quasi, dass du halt vier Blöcke hast, stellst du dann so in die Mitte und dann baust du mal so im Ring ab. Ist halt noch sicherer. Der Vorteil ist, wenn du halt von oben baust, dann hast du halt wirklich einen sauberen Schacht, so wie jetzt, der halt nach oben geht. Das heißt, du hast bis zum Boden immer Sonnenlicht. Du brauchst also keine Fackeln platzieren. Geht das bei uns hier in dem Fall nicht, weil, ne, ist ja mitten im Bergufer angefangen. Von daher haben wir die Möglichkeit nicht. Übrigens, das mit dem Lava zum Beispiel kann man relativ gut umgehen, wenn man, ne, also am Anfang. Schon viel Eisen. Ne, wenn man jetzt hier nach unten buddelt, ne, das sieht man ja schon, ist da Lava? Nein, ist da nicht. Buddel mich jetzt hier so nach unten. Und wenn man jetzt sieht, angenommen, hier würde jetzt Lava rauskommen an der Stelle, also hinter dem Stein wäre jetzt Lava. Bumm, aha, gleich direkt weiter buddeln. Und dann nach unten gehen, wo dann fließt nämlich das Lava direkt hier rein. Du musst jetzt zwar zusehen, dass du das Lava irgendwie hier blockierst oder sowas, aber du bist mindestens erstmal vor der Lava geschützt. Aber sagt, du musst trotzdem halt erstmal schnell reagieren. Also. Aber bin ich froh, dass die Spitzhacke auch schön lange hält. Nein, oh. Verdammt. Ich habe viel, wenn wir kaum Kohle, kann das sein? Normalerweise hat man noch viel mehr Kohle. Haben hier wirklich nur Eisen? Digga, so reicht für die 180 Kohle nie. Wetten war schon weiter oben Kohle und ich habe die einfach voll übersehen, weil ich schon wieder völlig vergessen habe, dass wir Kohle brauchen. Würde halt voll zu mir passen. Ja, wir haben schon mal fast die Hälfte bis 1000 erreicht. Bei 600 haben wir begonnen. Jetzt sind wir bei fast 700, bei fast 800. Okay, ich muss da die ganzen Gießiger mitnehmen. Oh, dann ist sogar eine Höhle. Ah ne, dieses komische schwarze Gestein. Das wirkt mich komplett.
Oh, was ist denn das? Zink. Warum leuchtet das Zeug? Sehr irritierend. Das wird, das braucht halt 180. Das wird so ewig dauern. Wir haben gerade mal 40. Boah. Holy shit. Ey. Wir sind wieder fett am Verhungern hier. Schwarze Gestein ist schon ganz schön verwirrend. Oh, da ist eine Höhle. Ah, ne, da ist Steve. Sah gerade so schwarz aus an der Stelle, dass ich dachte, da geht's. Das ist auch wieder schwarz, aber es ist wieder dieses schwarze Gestein. Oder? Ja. Das ist so verwirrend, dieses Zeug. Wer findet denn sowas? Siehst du, gibt es eigentlich einen Sieb? Gott, wie hieß ein Sieb nochmal? Jetzt bin ich doch gerade komplett raus. Irgendwie so. Kann er noch ein I? Na doch, war glaube ich irgendwie sowas, ne? Scheint nicht zu geben. Sehr bedauerlich. Gut, wollen wir sagen, soll es für diese Folge aber erstmal gewesen sein. Und dann pullen wir in der nächsten Folge weiter.